Beginnen werde ich mit den Ofenkartoffeln, weil die brauchen am längsten. Dazu gebe ich in eine Tartform. Man kann auch das Backblech direkt nehmen, aber das lohnt sich bei mir nicht, das dann immer wieder zu putzen. Ja, etwas Öl. Das verteile ich jetzt hier mal mit dem Salbei, der da reinkommt. Jetzt habe ich mir schon zwei Knoblauchzehen vorbereitet. Ja. Die Kartoffeln hatte ich gewaschen, weil die mit Schale da rein sollen. Die schneide ich jetzt hier so ein bisschen in Spalten. Eine noch. Verteile ich hier oben auch noch etwas vom Salbei. Gebe jetzt etwas von dem groben Meersalz rüber. Auch etwas Pfeffer. Dann noch etwas Olivenöl. Und somit wären die Ofenkartoffeln schon mal fertig. 35 Minuten war beides jetzt im Ofen und es kann angerichtet werden.